Jo Leute, willkommen zum weiteren Part von Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Und das letzte Mal haben wir eine sehr harte Holzklonjagd hinter uns gebracht. Aber ich tue mir das doch wirklich ungern an. Wir haben einen übersehen. Und das ist die kleine Hinata. Ich will dir nicht wehtun. Vergötterungsmodus lässt grüßen. Aber okay, auch Hinata muss ich verkloppen. Das wird wehtun, aber ich werde es irgendwie verkraften können. Aber okay, damit wäre es dann auch, glaube ich, die letzte fürs Erste, weil danach lasse ich es wirklich gut sein hier mit den Holzklonen. Das können wir auch nach der Story machen. Aber Hauptsache, wir haben schon einen großen Teil hinter uns gebracht und Hinata ist scheinbar hartnäckig. Gut, mach weiter so! Wow! Gut, komm her. Habe ich eigentlich gerade die Ausrüstung draufgehoben? Das will ich dorfen. Ja, habe ich sogar. Eieiei. Komm her. Oh, ich kann das so oft machen, ja? Das kann sich noch um die Länge ziehen hier. Aber bitte, ich will den Kampf hinter mich bringen. Wow! Oh, das war hartnäckig hier. Warum mache ich das schon wieder? Okay. So. Und den Kampf haben wir auch abgeschlossen. So, aber das reicht jetzt auch wirklich. Ich will euch hier nicht wieder mit weiteren Kämpfen zu spammen. Obwohl das eigentlich auch der Hauptbestandteil des Spiels ist mit Kämpfen hier, aber trotzdem. Wir sollten ja mal mit der Story vorankommen. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, der fünfte Part und ich habe bis jetzt noch nichts erreicht. Abgesehen von Nebenquests und so. Naja. Gut, keine Spur. Juckt mich jetzt aber auch weniger. Jetzt machen wir es aber wirklich auf dem Weg zu Tsunade. Und nichts, ich wiederhole, wartet. Ich wiederhole, nichts wird mich aufhalten. Okay, soweit, so gut. Ich habe immer noch ein bisschen Sorgen, ob ich vielleicht doch einen Holzklon übersehen habe. Sieht aber bis jetzt positiv aus, obwohl in der Hokage-Straße habe ich nie nachgeschaut. Ah, jetzt habe ich doch mehr Angst. Ich wusste es. Ich habe es einfach gewusst. Erst Hinata, jetzt Neji. Ich will keine Hyogas verkloppen. Es war schon schwer genug, dass ich Hanabi verkloppen musste. Und dann Hinata. Aber das geht jetzt auch zu weit. Ich will jetzt auch nicht Neji verkloppen. Okay, die Anforderungen sind ja wie immer dieselben. Wow. So. Inzwischen meine Standard-Kombo hier mit Naruto. Müsst euch damit abfinden. Außer ihr habt bessere Kombos. Außer ihr habt bessere Kombo-Ideen. Dann werde ich die auch gerne nutzen. So. Nein. Komm her. Nein, ich wollte eigentlich die Fuma-Shuriken-Kombo machen. Mein Controller hatte aber wieder seine Spackung und meinte jetzt irgendwie zweimal auf die Umtaste zu drücken. Adios, amigo. Was? Okay, das war ein Reinfall. Aber richtig. Kick. Und Zeit, das jetzt episch abzuschließen. Wow, sogar exakt. Okay. Weiteren Kampf abgeschlossen. Holzklon von der Holzklonliste gestrichen. Notizpapier wegwerfen. Warum auch immer ich hier Notizpapier zur Hand habe. Ja, das ist wieder so ein Rätsel, das nicht gelöst werden kann, weil ich einfach spontan dumm bin. Oder allgemein dumm bin. Aber das sollte mich jetzt mal weniger interessieren. Okay, ja. Vor allem interessieren. Ich meine, mich interessiert schon dafür, dumm zu sein. Okay.
So, Ausschau halten. Keine Spur. Du bist echt. Ich tu mir jetzt noch diesen. Ich tu mir jetzt den Dach auch noch an. Ich verzögere Echtzeit, aber ich will ja einfach alles ins Detail suchen. Solange ich in der Karte nichts. Ach, meine Wenigkeit! Also Naruto ist aber egal. Irgendwie, wieso haust du da keinen anderen Satz raus? Ich hätte es gefeiert. Ich meine, du siehst dich selber, was tust du? Ich habe auf den ersten Blick erkannt, dass du ein Holzklumpen bist. Außer so ein bisschen Bunschin, den ich vielleicht irgendwo im Stich gelassen habe. Du willst jetzt Rache an mir nehmen. Kleine Naruto Shippuden Folgeanspielung einer Fehlerfolge. Könntet ihr euch mal anziehen, das ist die Rache der Kage Bunshins. Warum mache ich unnötig Werbung? Ich meine, es ist einfach eine lustige Folge gewesen, fand ich. Und ja, wir müssen uns hier natürlich auf in einem Scherestein Papier Death Battle of History hinlegen. So. Aber ich habe hier die Oberhand. Oh, du willst kontern? Dann kontere ich zurück. Du willst nochmal kontern? Dann kontere ich zurück. Oh. So viel zum Thema, ja? Und... Oder mal das Ding auch noch essen hier. Ist lecker. Nein! Ich wollte gerade abhauen. Aber okay, wie synchron die gerade geflogen sind. Komm her! Wow, 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 wow. Aber okay, der Kampf war wenigstens viel einfacher. Keine Shizune. Was ich aber bei Shizune by the way lustig finde oder gut toll finde, ist, dass die spielbar ist. Genauso wie von Konohamaru und von anderen Karten wie Hanabi. Das war bei den älteren Teilen noch ein gutes Highlight. Bei den moderneren Teilen sieht man diese kleinen Charaktere überhaupt nicht mehr. Was ich ein bisschen traurig finde. Ich meine, Konohamaru könnte ich mir in einem Naruto-Spiel für die Next Gen eigentlich gut vorstellen. Was haltet ihr davon? Schreibt mir doch in den Kommentaren. Auf welchen Charakter würdet ihr euch am liebsten freuen? Für die nächste Generation und so. Wir spielen ja eher eine ältere Generation, bei denen noch Charaktere wenigstens existieren. Ja. Ich habe mich selbst freigeschaltet. Wer hätte das gedacht? Oh Gott, ey. Verdient aber auch mal wieder so ein Facepalm ins Gesicht geklatscht. So. Jetzt wird mich nichts mehr aufhalten. Nach so langer Zeit geht's endlich weiter. ああ。砂隠れに暁が現れ、風影を連れ去ったとのことだ。そんな。そこでだ、カカシ。はい。お前たちは直ちに砂隠れの里へ行き、状況をこの辺に伝達。その後砂隠れの命に従い、彼らをバックアップ。はい。おい、落ち着けって。 手前さん、鹿丸？ガーラが暁に連れ去られたというのは本当なのか？ああ、本当だ。けど、安心しろってばよ。今から俺たちが砂に向かうからよ。もちろん私も行くぞ。でも。 この人の用事はもう終わってる。こっちは問題ないぜ。カカシ。わかりました。よし、これからフォーマンセルで砂隠れに向かう。各自遅れないようにな。あっ、待ってろよ、ガーラ。 So, Temari hat sich in dein Team angeschlossen. Und ja, wie ihr gerade seht,
kann ich euch dann gerade noch erklären, wie man eigentlich mit mehreren Charakteren, also man kann nicht mit jedem Charakter rumlaufen, ja, das steht schon mal fest. Aber dann kann ich, wartet, welche Taste war es nochmal? Oh! Habe ich scheinbar auch nicht gezeigt. Es gibt so einen Shuriken-Modus, was mir gerade ist, wieder aufgefallen ist. Indem ihr die L1-Taste drückt, ja, könnt ihr so oft aufhämmern, wie ihr wollt und Menschen töten. Ja! Okay, Spaß beiseite. Ah, mit der R1-Taste könnt ihr Charaktere wechseln. Was der Sinn, das seht ihr gerade, was der Sinn dieses Charakterwechsels ist, dass in der Overworld jeder Charakter eine eigene Fähigkeit hat. Auch Narutos Rasengan, aber das ist an bestimmten Stellen erst benutzbar. Und jetzt haben wir Kakashi, aber ich will wieder zu Naruto wechseln. Gut, dann machen wir es nun auf den Weg, denn wir wollen ja nach Tsunagakure gehen. Um mit Baki zu sprechen, falls das erwähnt wurde. Gut. Die Konoha-Ebene. Wir betreten nun die Außenwelt erneut, aber diesmal nicht vor dem Eingang. Und keine Holzkrone im Sicht. Ich habe schon mal meine Arbeit sehr gut gemacht. Okay. Der Shuriken-Modus ist eigentlich auch ziemlich praktisch. Wenn ihr beispielsweise Kämpfe vermeiden wollt, könnt ihr einfach solche Gegner damit bewerfen, außer die hauen euch ab. Aber wenn ihr sie trifft, bemerken die euch. Und dann können wir jetzt noch gerade das Kampfsystem machen, denn wir haben jetzt Charaktere und die können eigenständig kämpfen. Man kann, ja, wie ich schon sagte, man kann sogar Hilfsmenü zu machen, indem man die L1 oder die R1-Taste drückt. Ugh. Was ich aber wirklich schade finde, ist, warum hat man daraus nicht so einen kleinen Multiplayer zu zweit oder so gemacht? Ich hätte es gefeiert. Für so einen minimalen Hack'n'Slay hier. Aber das ist gerade die perfekte Gelegenheit, denn ich möchte schon sehr gerne die ganzen Kämpfe hier machen, um mich perfekt aufzuleveln für später. Später wird es sogar hilfreich sein. Und ja, und wie wir Fallen entschärfen können, ist natürlich auch schon klar. Man muss die Shuriken werfen. Auf was schmeiße ich die ganze Zeit? Warum triffst du die Kiste nicht? So. Okay. Was ich aber noch sagen kann ist, irgendwas wollte ich gerade sagen. Es hat was mit dem Kampf zu tun. Also man kann die eigentlich auch ausschalten. Also das ist ja mit dem Shuriken-Modus, ja. Die werden dann für eine Weile erschöpft sein, heilen aber ihre KP voll. Aber ich glaube, wenn man die mit Shuriken wirft und nachher gegen die antritt, sind die sogar geschwächt. Das müsste ich dann gleich ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher. Gut. Aber okay, Naruto hat ein Level Up. Dann können wir schon mal anfangen, mal die Werte zu verteilen, damit ihr auch seht, wie das hier funktioniert. Ja, wow, wir öffnen jetzt zum ersten Mal unser Pausenmenü. Dann können wir schon mal sagen, Pausenmenü, wir haben Items, wir können den Story-Modus verlassen, wir haben ein Tagebuch, das ich sowieso nie lesen werde, den Holzklumbingo-Book, sollte ich nachher später nachgucken, Trainingsmodus, falls man den Oberweltkampf nicht richtig beherrscht, Narutos Notizbuch, da stehen wahrscheinlich die Stufen oder sowas, weiß ich auf, Gesamtkarte und ja, wir wollen zu Status gehen, denn wie ihr schon seht, oh, willst du mich auf dem Arm nehmen? Level 15? Oh Gott. Okay, sollte mir jetzt was jetzt nicht. Also erstmal den Status aktualisieren. Fertigkeit verbessern. Hier kannst du die gesammelten Erfahrungspunkte auf verschiedene Fertigkeiten verteilen, wodurch es zu einem eine Fertigkeitsverbesserung kommt. Verteile Punkte auf den Fertigkeiten und wähle okay, um die Fertigkeiten und Stärken deines Charakters zu verbessern. Ich bin ja bei Werteverteilen immer so der ausgeglichene Typ. Für die Leute, die sich den Superstar Saga LP noch reinziehen. Also mache ich das jetzt erstmal so. Wohl. Passt noch was? Nö. Okay, Sakura. Oh, bei ihr können wir auch schon was verteilen. Wow, aber nicht sonderlich viel. Wie sieht's eigentlich mit Kakashi aus? Joa. Ich nehm's zurück, ich kann überhaupt nichts erhöhen. Naja, und wenn wir halt diese Werte erhöhen, werden halt unsere Fertigkeiten besser, beispielsweise in Overworld-Kämpfen werden unsere Kombos viel besser und länger und stärker. Ich möchte jetzt aber noch was ausprobieren. Und zwar, wenn ich dich jetzt mal stark schwäche. Okay, by the way, das würde passieren, wenn ihn die ganze gesamte KPs abziehen. Aber jetzt muss ich warten, bis ich regeneriert habe, weil ich möchte meinen geschwächten Zustand verkloppen. Ja, Deal! Oh, mal schauen.
Wenn es echt so ist, dann muss ich mir das notieren, weil ich habe das damals immer so gemacht, um Kämpfe aus dem Weg zu gehen. Okay, aber richtig schwach. Sehe ich gerade. Ah ja, wir können mal die Hilfsninjutsus probieren. Sakura wäre halt ihr Herkules-Schlag, wie das im Spiel genannt wird. Muss ich schon wieder deinen Wert... Obwohl, nein, das sind die Erfahrungspunkte, die wir bekommen. Ich werde das schon mal erstmal auslassen. Erstmal, wenn wir sehr viele Punkte eingesagt haben, werden wir mal die Werte erhöhen. Gut, aber wir verschwenden hier viel zu viel Zeit und auf der Karte kann man natürlich sehen, wann wieder, wo die Gegner sind. Oder auch nicht, ich nehm's zurück. Friss das! Siehst du nicht, dass ich gerade dabei bin, dich mit Shurikens zu verletzen? Was ist dein Problem? Okay, und Kakashi-Technik könnt ihr euch schon denken, dass es ein Like ist. Ja, schön auf Japanisch aussprechen. Wow. Inzwischen auch keine Herausforderung, sehe ich hier. Aber bis Kakashi ein Level-Up braucht, das dauert noch Jahre hier. Was habe ich gerade gekriegt? Ey! Ich wusste es, dass mich das behindern würde. Ich habe eigentlich auch gewusst, dass ich eine Falle kassieren werde. Habe ich das eigentlich nicht schon mit Kankuro gemacht? Egal. Egal. Dann gehen wir zum Konoha-Hügel. Wenigstens finde ich es schön, dass die Overworlds so weit ausgebreitet. Vor allem die Sonne habt ihr jetzt gerade gesehen. Wartet. Schade, eigentlich nicht. Wart, ein Holzklo. Ah, jetzt können wir endlich mit einem Charakter spielen. Gut, Holzklon Shikamaru. Wir testen Sakura aus. Und man kann Support wählen, scheinbar. Naruto, Kakashi. Wir nehmen erstmal Naruto selbst, weil ihn als Support haben wir auch nicht erlebt, sondern nur als Hauptklopper, kann ich mal sagen. Halt meine Bezeichnung. Oder als Hauptkämpfer. Ich sollte versuchen, richtige Worte zu benutzen, weil sonst hört sich das so richtig verkrüppelt an. So wie jetzt gerade, was ich gerade gesagt habe. Einen Kampf gewinnen. Gut, dann werden wir jetzt mal viele Kombos ausprobieren. Oder wenn man immer backen will, passiert genau so was hier. Schere, Stein, Paar, Pfeil! So viel zum Thema, ich werde das jetzt ausprobieren. Okay. Aber Sakura ist in dem Spiel so richtig langsam. Aber das... Nein. Sie kann so Angriffen ausweichen und das halt so hinstellen. Und das wäre halt ihre Standard-Grabs-Sache. Machen wir mal eine Oben-Kombo. Sind nur zwei Schläge. Wow, oh, okay, okay. Ich habe meine Lektion gelernt. Du bist böse. Wir nutzen wir Naruto. Bei Naruto feiere ich das, dass er halt so Kombos machen kann. ich sag lieber nichts. Ah ja, was er gerade gefressen hat. Damit macht er sich durchsichtig, damit keine Ninja-Werkzeuge an ihn rankommen. Okay. Kannst du das mal bitte kassieren? Dankeschön. Haben wir aber eigentlich schon gesehen, als wir Sakura selbst verkloppt hatten. Okay. Als nächstes noch ihr Jutsu, das man aufladen musste. Das ist der... Was, die Todesquelle? Ich dachte, das wäre... Egal. Wahrscheinlich war das im Overworld-Kampf. Ich hatte so etwas Ähnliches in meinem Kopf gehabt. Kannst du mal bitte mein Ultimate-Jutsu... Okay, dann halt Schere, Stein, Papier auf Doom. Ist natürlich viel mächtiger als ein Ultimate-Jutsu. Und heute habe ich die Oberhand. Nein! Einfach nein! Oh! Wollte ich eigentlich nicht erreichen. Wir werden sie sowieso beim nächsten Kampf wieder benutzen. Aber wir werden jetzt ihre andere Technik kennenlernen. Und zwar, wenn sie geschwächt ist, wird ein anderes Ultimate-Jutsu freigeschaltet. Und das ist halt bei ihr die Umkehr? Es geht noch Umkehr? Scheinbar habe ich das vergessen. Aber okay. Jetzt wird Ultra geklopft. So. War natürlich allmächtig, aber sie hat eigentlich noch ein anderes, was ich nicht benutzen konnte, weil ich ja geschwächt wurde. Aber okay, es gibt ja immer einen zweiten Versuch, wenn man wieder einen Holzklon begegnet. Und wenn ich bei Sakura alles ausprobiert habe, werden wir dann auch mit Kakashi rüberwechseln. Und falls es noch möglich ist, falls Temari noch bei uns ist, auch noch mit Temari Sachen ausprobieren. Obwohl, ich glaube, es wäre meiner Meinung nach sogar viel klüger, erstmal Temari zu benutzen. Ja. Du hast nicht geglaubt. Lüg nicht. Logik halt. Naja, auf Items sollte man sich ja auch verlassen. Oder man verkloppt einfach diesen Gegner hier. Auch sehr kreativ. So ein Fail zu machen.
Im Shuriken-Modus hätte man das natürlich alles viel einfacher aus ausschalten können. Auch Narutos Erwachmodus ist schon freigeschaltet, aber das benutze ich erst für schwierigere Kämpfe. Dann könnt ihr auch sehen, was Narutos Erwach ist. Und eigentlich können sich das sogar schon alle denken, aber ich will es halt episch halten, okay? Und wir leveln uns hier schon mal für den Anfang sehr gut. Ja. Ach, Level-Up-System in Naruto-Spielen, das sehe ich eigentlich selten. Ja, 7 Rios, das waren die wertvollsten Rios meines Lebens. Hab bestimmt einen großen Wert. Okay. So. Ich schwäche die irgendwie lieber, als sie einfach im Full-KP zu verkloppen. Habe ich damals nie getan. Rasengan! Realität! Faust! Ja, und da haben die es noch gehört. So. Natürlich unnötige Fallen entschärfen. Eigentlich kriege ich dafür nichts. Warum tue ich das? Boah. Gut. Boah. Rasengan! Das war ein normales Rasengan. Ich muss auf solche Details achten. Es geht nicht anders. So. Naja, die Kämpfe sind hier eigentlich richtig kurz, aber später, wenn sie schwerer werden, werden sie halt etwas epischer. Aber je eher wir uns leveln, desto einfacher werden wir es sogar haben. Habe ich gerade eine andere Kombo gemacht? So. Oh, so, wann haben sich ihre Chakras wieder regeneriert? Ja, das Leveln geht hier richtig flott für den Anfang. Schon auf Stufe 4, das ist mehr als Fortschritt, finde ich. Ah. Okay, das war's wohl. Dann klettern wir jetzt mal hier den Hügel hinauf. So. Erwartet uns da noch was? Nicht mal ein Holzklon, nicht mal... Ah, doch, Items schon. Auf das muss man eben achten. Heilmedizin. Habe ich eigentlich unten was übersehen? Aha, ja. Details! Mein Item. Briefbombe. Es ist eigentlich sogar wichtig, dass ich solche solche Werkzeuge eigentlich ausrüste. Oh, weil man kann ja auch während dem Kampf seine Ausrüstung schon mal füllen, wenn man die Items, die man gefunden hat, reintut. Ist eigentlich auch richtig episch, weil so muss man nicht immer irgendwelche... Oh! Notizblatt. Ich meine Tagebuchblatt. Moment, Seite 2 habe ich nie gefunden. Sollte, glaube ich, im Todeswald rumgammeln. Okay, wir werden noch diese Ebene hier machen und dann beende ich auch schon mal den Part, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir mehr als genug aufnehmen. Zumindest für diesen Part hier. So. Das geht hier richtig flott. Dann könnte ich auch schon mal gleich anfangen, wieder die Werte zu erhöhen. Ich meine, für so viele Punkte, die ich bekomme. Okay. Dann erhöhen wir mal schnell wieder die Werte. Okay, wir haben hier wirklich viel. So, damit haben wir es jetzt schon mal gleichmäßig aufgeteilt. Dann möchte ich auch mal hier was erhöhen. Oh, okay, dann noch. Natürlich nicht. Nehmen wir Stärke. Nein, Stärke geht nicht. Okay. Erhöhen wir das schon mal bis hier. Rasengan hat jetzt Stufe 1 erreicht. Gut, zu wissen. Jetzt zu Sakura. Oh Gott, du brauchst eine dringende Erhöhung hier. So. Und die Stärke erhöhen. So muss das sein. Das ist ein guter Anfang. Es Kakashi, du verdienst jetzt auch eine Erhöhung. Auch wenn es bei ihm so weh. Auch wenn man bei ihm nicht sehr viel machen kann. Moment. Diese Werte lasse ich mal noch so. Ich gebe mich einfach jetzt mit diesen GP und mit dieser Stärke nicht zufrieden. Was war nochmal GP? Ich meine CP. Oder. Das war noch G, oder? Ich weiß es nicht. Oh je. Fallenschärfe, du störst. Okay. Mehr Items. Mehr entschärfen. Mehr kloppen. Oh, okay, das war fail. So. Und noch eine weitere Klopprunde. Schade, also ihr müsst doch wissen, man kann nur Naruto in den Overworld-Kampf spielen.
Weil die ich habe mal probiert, wenn ich so meinen Charakter wechsle, man kann die anderen Charaktere nicht beim Kloppen benutzen, was ich wirklich schade finde. So. Aber was soll man denn schon machen? Das Spiel verlangt es also. Ich sollte echt nach Items ausschalten. Das Notizblatt stand nicht auf der Karte. Okay, ist ja sonst viel zu einfach. Und offensichtlich natürlich auch. So. Kloppen! Mehr Kloppung, mehr Spaß, mehr Leveln. Alles mehr. Kakashi? Okay, was war das jetzt gerade? Naja. EXPs sind EXPs. Wir sind ja solche kleinen EXP-Sammler. Kleine Sammler hier! Wow. Okay. Ihr seid böse, ihr seid böse. Das sehe ich, das kann ich riechen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Aber ich kann es riechen. Ihr müffelt. So. Okay, aber irgendwie habe ich jetzt genug von solchen Gegnern hier. Doppelkill! Vom Feinsten hier. Ja, ich glaube hier oben sollte was. Ja, Items sind immer gut. Und Rios auch. Okay. Die Fallen können mich mal kreuzweise so. Okay, dann haben wir die Map gleich abgeschlossen. Oh, was habe ich gerade... Ah, ich habe wahrscheinlich einen Blocksprung gemacht. Habe ich irgendwie nicht erklären können. Warte. Es war doch... Ja. Wow. Aber man kann nur Seitensprünge machen. Ist notiert. Also jetzt wisst ihr es. Mit R2 kann man, während man blockt, noch... hin und her springen. Wenn du eine höhere Stufe erreichst, werden auch deine Kombos länger. Drückst du nach der Kreiskombo eine andere Taste, erzielst du einen gesondere. Wow. Gut zu wissen. Jetzt haben wir auch eine... Ich habe ja auch schon gesagt, dass sich unsere Kombos verbessern werden. Gut, habe ich noch was übersehen? Scheinbar nicht. Da würde ich auch schon mal sagen, dass wir den Part auch mal hier beenden. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video doch auch gern bewerten. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, wie ihr den Part fandet. Und bis dahin, ja, sehen wir uns zum nächsten Part, wenn wir uns auf dem, ja, wenn wir endlich in Sonogaku reintreffen. Bis dahin, ciao.